Die verbogene Nasenscheidewand beeinträchtigt die Atmung enorm. Eine Nasenseptumdeviation bezeichnet die Verbiegung der Nasenscheidewand. Das ist eine kleine, knorpelige und knöcherne Struktur in der Nase, die die linke und die rechte Hälfte voneinander trennt. Und wenn die dann verbogen ist, dann geht auf der einen und manchmal sogar auf beiden Seiten die Luft nicht mehr gut durch die Nase beim Atmen. Und das stört. Man merkt dann häufig, dass zum Beispiel bei einer Erkältung eine Nase sehr schnell blockiert und sich dort dann auch gerne mal eine Nasennebenhöhlenentzündung entwickeln kann. Aber auch beim Sport kommt es häufig dazu, dass man sehr schnell durch den Mund atmen muss, was natürlich dann doch auch ein bisschen erschöpfend ist. Und natürlich, was den Patienten meistens nicht sehr stört, aber den Lebenspartner, man kann ordentlich schnarchen. Die Nasenscheidewand ist eine relativ stabile Struktur, das heißt, wir können hier eine Korrektur nur mittels operativer Maßnahmen herbeiführen. Dazu ist eine Vollnarkose notwendig. Der Eingriff ist relativ gut verträglich und nach 2 bis 3 Tagen kann man das Krankenhaus in aller Regel schon wieder verlassen.